Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skate. Hi! Winning Bud mit Skate. Und, ich bin ein Känguru. Ist ein Känguru. Und wir haben uns entschlossen, mal ganz kurz hier das Ding zu zeigen, weil ich starte immer beim Spiel selber und Skate, du hast es noch gar nicht gezeigt hier, das, ne? Ja, habe ich Ahnung hiervon. Ich verlasse mich voll und ganz auf dich. Ja, genau. Also, das ist vielleicht ein Fehler. Erstens, das Spiel gibt es jetzt mittlerweile auch auf Steam, was ich persönlich ganz angenehm finde. Also, da könnt ihr das auch spielen. Also, es steht ja auch unten in der Beschreibung, der erste Link oder was? Oder der zweite, was weiß ich. Irgendwo in der Beschreibung steht das. Sucht. Und das ist halt noch eine Sache, was mich vorher so ein bisschen genervt hat, dass es halt nicht so easy peasy runterladbar. Also, es war schon leicht, aber es ist jetzt angenehmer. So, und hier ist halt cool, was ich halt mega geil finde, ist, dass es hier so ein Halloween-Event gibt. Es gibt tatsächlich öfter mal Events. Wir haben, als Early und ich das hier noch gezockt haben, haben wir gar nicht das Event gezeigt. Hier gab es nämlich so ein Sommer-Event. Dann waren da hinten, also hier, guck mal, Skate, hier hinten waren Wasserrutschen und so. Boah, da hätte ich aber Bock drauf gehabt, in der Wasserrutsche zu rutschen. Ja, aber das konnte man genau nicht. Man das, da was ich im Golfspiel auch erwarte. Ja, und dann kann sich hier zum Beispiel Zeugs kaufen, Klamotten und so. Also es gibt natürlich hier verschiedene Shops und so, bla. Und dann kann man sich hier Hosen kaufen. Krass. Oder Shirts oder Cappies. Boah, das ist zum Beispiel sowas, da würde ich gerade lieber Golf spielen. Ich bin überhaupt kein Charaktermensch, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch nicht so, aber ich könnte mir die Blue-Gray Classic Pants holen. Oder die hier. Gott, sehen die scheiße aus, die muss ich eigentlich haben. Ich gehe zu Yvonne. Yvonne kleide mich ein. Es gibt hier auch was richtig Seltsames. Es gibt hier irgendwo, gab es mal so einen Spacesuit, den man sich kaufen konnte. Naja, ich würde sagen, wir können auch einfach mal zeigen, wie wir das Matchmaking die ganze Zeit machen, weil das habe ich auch noch nie gezeigt. Also man geht hier auf Freunde, geht dann auf Skateboy, geht dann auf Invite Companion. Und ich klicke dann auf Accept. Juhu, yeah. Wir haben heute natürlich wieder Themen. Und zwar waren wir ganz kreativ. Und haben gesagt, wir reden heute mal über Themen, die, wir machen mal random, während der Nacht, wir spielen mal nachts, okay, 6 Löcher, 45 Sekunden, 2 Spieler, das Passwort ist super geheim, 1, 2, 3 und dann würde ich sagen, Create Round. Okay, ich vertraue dir da, du kannst das. Ich guck da mal bei dir im Video, wie es geht. Guck, der jumpt auch. Mann, jetzt wollte ich... Ja, drück mal Alt, das finde ich mega cool irgendwie. Alt? Was ist das denn? Das zeigt dir, wo welcher Shop-Typ ist. Ich finde das irgendwie mega cool dargestellt. Irgendwie so, ready. So, dann kann ich starten. Und wir reden heute über Craft Attack 4. Wow, cool. Und über die Nintendo Switch. Ja, wir waren kreativ. Nee, wir haben einfach gemerkt, dass wir in der letzten Folge einfach quasi nicht darüber geredet haben. Wir haben nur Scheiße gemacht in den letzten Video. Scheiße anders gemacht. Kann man das nicht sagen. Wir wollen, wir machen noch ein paar Folgen, denke ich mal, und wir wollen dann immer so ein paar Themen abfrühstücken, so eine Art Podcast mit ein bisschen Golf, weil genau das ist Golf für mich auch, dass man so ein bisschen entspannen kann, ein bisschen chillen kann und dabei ein bisschen quatschen kann. In meinen Kommentaren stand von realen Golfspielern, dass sie immer nur Scheiße machen. Ja, oh. Jetzt muss ich mal erstmal. Ich finde die Musik auch mega angenehm irgendwie. Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Okay. Also, das passt ja, ganz gut gerade. Yeah, wenn du das mal Match startest, darfst du dir auch aussuchen, ob wir zuerst über Craft Attack 4 oder ich zuerst. Ich würde zuerst über Craft Attack 4 reden. Okay. Weil mittlerweile weiß man ja, es kommt am 1.11. kommt die erste Folge Craft Attack 4. Ja, es haben alle eigentlich am selben Tag angekündigt, außer Revi. Für den ist es immer ein bisschen schwer, sich an Regeln zu halten. Ja. Ich würde vorschlagen, wir nennen ihn jetzt nicht mehr Revi, sondern Regli. Regli? Weil er sich ja nicht an Regeln halten kann, verstehst du? Ist ja süß. Boah, ich bin einfach nahezu perfekt. Ich bin nur so ein ganz kleines bisschen im Overswing drin gewesen. Ja, Craft Attack 4 ist der Nachfolger von Craft Attack 3. Ist der Nachteil von Craft Attack 3, okay. Der Nachfolger? Ich heiße Skate. Ich bin behindert. Und ich habe jetzt auch eine Zitatseite, Skate. Ich bin so froh. Ja, das war einfach direkt nach der Folge, kam deine Zitate. Ich finde es sehr feierbar. Ja. Craft Attack 4 wird in der Minecraft-Version 1.11 stattfinden und deswegen am 1.11. starten. Wer hatte denn diese geniale Idee, Klümiboy? Ich finde die doof. Nein, ich weiß nicht, wer die Idee. Warst du das? Das war meine Idee. Also wenn du mich schon so fragst, natürlich war das dann deine Idee. Ich finde die Idee super. Ja. So, also. Und alle haben die Idee gemocht. Ich kam mir einen kurzen Moment beliebt vor. Du bist beliebt bei mir, in meinem Herzen. Oh, das, okay. Nein, hör auf. Nicht schon wieder. Okay, Entschuldigung. Ja, ich freue mich übel auf Craft Attack 4. Ich habe tatsächlich schon einen Plan, was ich bauen werde und wie meine Base aussehen wird. Die habe ich das erzählt, oder?
Du hast es mir erzählt, aber ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich kann es ja jetzt, ich kündige das jetzt an. Und wenn jemand sagt, du hast dem und dem YouTuber die Idee geklaut, das ist jetzt keine revolutionäre Idee. Ja, aber wenn jemand anders das auch baut, dann kann ich sagen, ich hatte das zuerst vor. Und ich habe das schon seit ein paar Monaten vor. Eigentlich schon seit Mitte Craft Attack 3, weil ich das gerne auch in Craft Attack 3 gebaut hätte. Ich möchte eine Unterwasserbase bauen. Wow. Stimmt, du hast mir schon erzählt. Richtig. Und ich glaube, wir dürfen noch nicht verraten, in welchem Setting Craft Attack 4 stattfinden wird. Deswegen. Es wird. Nee. Ich glaube, wir dürfen es echt noch nicht sagen. Wir spielen Craft Attack 4 mit Starbound. Okay. Wir spielen kein Minecraft mehr, wir spielen jetzt Starbound. Das stimmt, Craft Attack 4 ist. Manche haben auch gesagt, dass Craft Attack 4 ein Golf-Let's Play wird. Das fanden die Leute auch lustig. Ja, das haben wir beide doch selber gesagt. Ach so. Okay, Oh, hab ich vergessen, was wir gesagt haben. Ich weiß noch nicht, was ich bauen werde. Ich denke, ich werde. Ich denke, ich werde meinen Stil beibehalten, dass ich einfach. Das war knapp. Ja, haha. Als ob ich eine Chance auf einen Winning-Pot habe, weißt du? Nee, du verkackst das jetzt. Das sieht aber alles relativ gut aus. 33 ja, Yard, es sind 5 Yard. Das heißt, ich muss ein Sechstel. Ein Sechstel sind ungefähr 20%, also hier. Hast du gerade was weggeworfen? Das kann möglich sein. Nice. Okay, man könnte durchaus sagen, ich habe ein bisschen was gelernt. Hast du jetzt alleine gespielt? Nee, hast du nicht, ne? Nein, habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, du bist immer noch Level 3. Man kann hier leveln, by the way, ne? Hat man mitbekommen mittlerweile. Nice. Wo ist eigentlich das? Das ist weg, doch da hinten. So, okay. Gefällt mir, damit kann ich arbeiten. Halt die Schnauze. Naja, Leute. Craft Attack 3 war ziemlich cool und Craft Attack 4, da freue ich mich noch viel mehr drauf, vor allen Dingen, weil ich freue mich vor allem auf die Gruppe. Ja, ich das auch. Ich will jetzt auch viel mehr mit den anderen machen. Also ich habe auch jetzt schon mit Leuten gesprochen, mit denen ich in Craft Attack 3 gar nicht gesprochen habe beispielsweise und da möchte ich auch viel mehr mit den anderen machen dann. Ja, also es ist so, mein allergrößtes Manko von Novus war, dass wir einfach nichts zusammen gemacht haben. Und das wünsche ich mir einfach, weil das hat in Craft Attack 3 schon gut funktioniert. Und das wünsche ich mir einfach für Craft Attack 4. Das ist jetzt das Einzige, was ich mir wirklich wünsche, so, dass das funktioniert. Ja, ich würde mir das auch sehr wünschen. Und, ja, also von den Teilnehmern her hat sich ja tatsächlich fast nichts verändert, sage ich mal. Dazugekommen ist noch Felix. Stimmt, den Nödel. Der Nödel. Die Nödel. Die Nödel. Du landest auf Fairway. Ja, das ist schon okay. Und ansonsten haben wir ja gar nicht mal so viel verändert. Also ich hoffe mal, dass dieses Mal tatsächlich die Sachen von Noah auch dazukommen werden. Ja, also es kommen vielleicht ein paar coole Sachen dazu. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein, aber ich lass mich überraschen. Ich freue mich sehr drauf, um ehrlich zu sein. Also ich weiß, dass er das sehr gut machen kann. Und ich habe halt richtig Bock, dass wir halt dann gerade im Endgame, dann wenn halt, sag ich mal, viele schon sehr relativ weit sind, dass wir dann halt einfach noch coolen Stuff dazu bekommen, wo man halt nochmal suchten kann und so weiter. Ja, aber es könnte auch den Vanilla-Gedanken zerstören. Es müssen kleine Änderungen sein. Es müssen. Egal, Leute. Vanilla sind auch Command-Blocks. Also. Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Deine Vorstellung eines Vanilla-Gedanken ist dann falsch. Nein, finde ich nicht, weil Vanilla ist das, was jeder out of the box direkt spielen kann. Ja, kannst jederzeit out of the box mit Command-Blocks spielen. Ja, du kannst auch jederzeit out of the box ein Spiel modden. Also dann sind Mods ja auch Vanilla. Also mit dem Argument. Also egal, lass uns jetzt nicht darüber diskutieren. Ich bin einfach natürlich skeptisch, würde ich sagen. Oh. Aber mal gucken. Es könnte auch cool werden. Ich bin nicht per se dagegen. Wirklich sehr guter Schlag. Also ich bin auch dafür, dass man echt gucken muss, was man macht. Da stimme ich dir zu. Aber ich finde auf jeden Fall cool, dass wir einfach als Team wieder da sind. Also ich habe einfach extrem Bock, mit allen zusammen Spaß zu haben. Oh Gott. Ein riesengroßer Gangbang. Bitte zitiert das nicht. Oh Gott. Ja, okay.
Ich will aber nicht, dass du mir fremd gehst. Okay. Warum bist du schon wieder dran, Mann? Weil ich näher dran bin als du. Hm. Dafür hast du schon, weiß ich nicht. Ich sehe nicht, ich check das nicht, wie man sieht, welche Schläge wer gemacht oben hat. Oben links. Aber okay. Das ist jetzt mein fünfter Schlag und du wärst jetzt beim vierten Schlag, wenn du dran wärst. Ah, okay. Dann lock das Ding mal ein. Okay. Nice. Okay. Das hat doch noch Pair geschafft. Ja, Paar heißt das. Aber es steht auch rechts an der Seite unter der Minimap, wie viel Paar der Map ist. Also 5, jetzt zu dem Beispiel. Ja, aber Craftwerk, okay. Also ich freue mich da auf jeden Fall wieder, die ganzen Minecraft-Farmen zu bauen und eine richtig geile Base zu bauen mit allem möglichen und so weiter und so fort. Und dann mit anderen auch noch... Ah, jawoll! Und dann mit anderen auch noch coole Dinge zu bauen. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Da bin ich sehr gespannt, was da so alles passiert. Das kann doch nicht sein, Mann. Hast du jetzt wieder einen weniger als ich? Jetzt ist wieder Gleichstand. Mann. Ja, finde ich gut. Mann. Ja, und das zweite Thema ist ja quasi jetzt schon beim dritten Loch. Also wir wollen eigentlich immer nur ein Thema pro Folge machen, aber heute ist das halt so. Wegen der letzten Folge, weil wir da so viel Spaß hatten. In der letzten Folge haben wir quasi gar nicht über die Themen gesprochen. Man kann, by the way, Leertaste drücken oder auf Shot klicken. Das ist wirklich egal. Aber ich mache manchmal abwechselnd so. Ich bin sogar fast auf dem Green. Naja. Das ist ja ein richtig kleines Loch. Kleines Feld. Come on. Okay. Naja, ist mein kleines Loch. Fast perfekt. Fast. Ja, wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da abgeht. Nintendo Switch. Ja, ich auch. Aber wir waren schon bei Nintendo Switch, oder? Ja, ich denke, also man kann halt aktuell noch nicht so viel sagen, weil ich würde halt sehr viel gerne über die Map erzählen und so. Aber die Map will ich halt auch noch nicht. Ich will, das soll halt wirklich so eine. Also es ist keine typische Map. Ja. Aber es ist jetzt auch keine vorgebaute Map. Weil dagegen haben wir uns klar entschieden, weil wir wollten nichts Vorgebautes haben, wir wollten die Stadt selber bauen. Hm. So, aber es wird geil. Was Cooles. Es wird wieder geil. Ich finde die Map super cool. Oh! Sheesh. Wow. 3 Jahre daneben. Ich habe 21 XP bekommen. So, jetzt musst du nur verkacken. Ich puste den Ball weg. Ich guck gerade. Also hier ist ja. Du schlägst noch gar nicht. So. Oh. Ja! Woo! Nein! Aber scheiße knapp, du. Das war 10 Meter daneben. Also mit Vieren. Ja. Also Löcher triffst du nicht so gut. Frag mich, wie gewisse Personen zufrieden sind. Egal. Aber das ist ja schon ein Battle auf hohem Niveau, ey. Ja. Also wir schenken uns gerade aktuell echt nicht viel. Super sauber. Super sauber. Das hat geklappt. 13-14, Mist. Yeah. Na gut. Du wirst mich nicht also schlagen. Also Nintendo Switch, leg los. Ja, wir haben jetzt schon wieder die ganze Zeit nur dämlich rumgequatscht, ne, Nintendo, weil man muss sich auch konzentrieren. Ich muss ganz kurz den Schlag machen und dann können wir sehr gerne über den Nintendo Switch reden, denn das ist auch ein Thema, das mich persönlich sehr, sehr, sehr interessiert, denn ich bin ja Gamer, ich bin ja auch Game Designer und mich interessieren aufgrund dessen halt auch, oder ich bin Game Designer geworden, weil mich halt der ganze Kram, der ganze Kosmos rund um Games interessiert. Und ich habe ja auch eine PS4, ich habe auch eine Xbox One und ich habe auch einen guten PC und ich habe auch eine Wii U und ich habe auch eine Vive und ich habe so quasi alles, womit man zocken kann. Und deswegen werde ich mir die Nintendo Switch sowieso holen, einfach weil ich zocken sehr gerne mag. Und ich bin mal echt gespannt, was das Ding kann. Ja, ich auch. Ich bin allerdings trotz allem halt ein kleines bisschen skeptisch, weil ich fand halt Nintendo irgendwie immer cool, aber irgendwie, ich bin nicht so 100% überzeugt, ob das jetzt die mega krasse Scheiße wird. Und ich habe halt so ein bisschen Angst um Nintendo dabei, weil die um Nintendo brauchst du dir keine Sorgen machen. Die haben so viel Kohle auf der hohen Kante, die könnten noch 30 Jahre so weitermachen und Konsolen auf Verlust verkaufen. Echt jetzt? Die haben Schweinegeld.
Um Nintendo okay, brauchst ich du dachte, wirklich die sind ein bisschen am Verrecken. Nee. Nintendo hat so viel Kohle, das interessiert die nicht. Okay. Die haben mal in irgendeinem Interview auch gesagt, ja, wenn wir das in dieser Konsolengeneration nicht schaffen, vielleicht dann in der nächsten oder in der übernächsten. So. Hm. Ich dachte mir, okay. Ich weiß, also ich muss dazu sagen, ich habe gestern einen Podcast gehört von, das ist der Auf ein Bier-Podcast, den ich, by the way, sehr empfehlen kann. Da haben der André Peschke, der ehemalige Chefredakteur bei der, also Chefredakteur für, ich glaube, für die Videosachen, nicht Chefredakteur, sondern für die Videosachen bei der GameStar war der. Der ist dann da gegangen, freiwillig so, glaube ich sogar, also nicht gegangen worden, sondern er ist gegangen. Und ich finde diese Formulierung so geil, gegangen worden, ja. Und der hat tatsächlich gestern mit jemandem anderen über Nintendo, also nicht gestern, aber ich habe den Podcast gestern gehört, mit jemandem über Nintendo Switch gesprochen. Und ich weiß nicht, wer dieser andere Typ war, aber ich kann mir vorstellen, dass der recht kompetent war. Ja, das liegt aber einfach nur daran, weil ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, ob er wirklich kompetent war, aber er hat halt zusammen mit dem André Peschke einen Podcast gemacht und ich glaube, dass der Peschke sich keine Leute einladen würde, die nicht kompetent wären und die dann auch so sprechen lassen würde. Und ich wusste es vorher auch nicht, ich muss dazu sagen, ich habe mich noch nicht umfassend informiert, als dass ich so Sachen einfach sagen könnte, nicht wie gewisse Leute die News von einem Minecraft-Projekt bringen und dann sagen, die und die sind gestorben, obwohl die noch nicht mal gestorben sind. Gottes Willen, ey, ich krieg die Krise, ne? Schatz feiert. Ja, ohne Spaß, Mann. Und ja, ich muss sagen, dass in diesem Podcast ein paar Dinge gesagt wurden, unter anderem der Preis der Konsole wurde angesprochen. Da bin ich komplett anderer, aber der André Peschke war der Meinung, dass die für so 300... Nein! Du Otto! Dass die für so 300 Euro im Laden stehen wird, das glaube ich auch. Ich persönlich schätze 300 bis 350. Weil es ist halt eine neue Konsole. Und die kosten halt meistens so viel. Und der andere Kollege von dem hat aber gesagt 200. Wow, also 200 fände ich echt mal eine Ansage. Vor allen Dingen ist das ein Stück weit realistisch, weil, und das finde ich ist der interessante Part, das Ding, die Switch besteht aus Materialien, die im Smartphone gebraucht werden. Du hast ein Tablet-Display quasi, ja, also wenn man jetzt mal so aus Materialien geht, man hat ein Tablet-Display, ich mache gerade Anführungszeichen, man hat einen Nvidia-Prozessor, der auch in der Herstellung nicht viel kosten sollte, also auf jeden Fall weniger als die Prozessoren, die jetzt beispielsweise in der PlayStation 4 und Xbox One drin sind, obwohl die auch schon nicht viel kosten. Man hat keine man hat keine Festplatte, sondern man hat dann irgendwie 32 GB Flash-Speicher, genau, der ist auch schweinebillig im Gegensatz zu einer Festplatte. Du musst nicht gucken, dass du die Festplatte die ganze Zeit powerst. Also rein theoretisch soll das Ding, hat zumindest der Kollege da gesagt, recht wenig kosten. Ich kann ganz kurz mal den Namen von dem Typen ganz kurz nachgucken. Du bist gerade dran, ne? Gut, dann kann ich das tatsächlich mal machen. Ja. Was halt meine Problematik, glaube ich, ist, oder der Grund, warum ich mich so dagegen sträube, ich stehe überhaupt nicht auf Allrounder-Systeme. Mhm. Habe ich jetzt in den Baum reingeschossen? Geil. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist, dass man in Bäume reinschießt, aber jetzt habe ich es gelernt. Dankeschön. Du bist übrigens dran. Oh, ja, sag das doch. Ich mag's nicht, wenn Systeme irgendwie alles können wollen. Ich stehe zum Beispiel auch nicht so auf den Gedanken, gerade bei Notebooks ist es für mich relevant, weil ich mir bald einen neuen zulegen werde. Ich stehe nicht so auf den Gedanken, dass man irgendwie versucht, so Arounder-Dinge zu bauen. Entweder man baut einen Gaming-Laptop oder man baut ein Ultrabook. Aber es ist einfach so, es stört mich ein bisschen, wenn man so halbgare Systeme hat, die irgendwie alles können wollen. Hat aber doch funktioniert, ey. Oh, nice. Heilig, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass ich da drüber schießen genau, könnte. Genau, Teut Weidemann. Und jetzt, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wer Teut Weidemann ist. Das müsste ich vielleicht auch mal googeln, habe ich nicht gemacht. Der hat sogar einen Wikipedia-Artikel. Er ist einer, der... Wikipedia schreibt, er gehört... Ich lese mal ganz kurz vor. Ist ein deutscher Spieleentwickler und Produzent. Er gehört zu den ersten professionellen Spieleentwicklern Deutschlands. Also der hat halt schon irgendwie Ahnung. Und natürlich kann er so wenig voraussagen wie wir, wenn wir nicht die Zukunft kennen. Aber ich würde dem da schon eine gewisse Kompetenz zusprechen. Mhm. Ja, mal gucken. Muss man einfach gucken, was... Das der hat auch gesagt, wir sehen den Kampfpreis von 150 anbieten, das halte ich für absolut unwahrscheinlich, weil dann könnten sie nicht wirklich mehr mit dem Preis runtergehen. Aber also ich glaube nicht, dass die Konsole billiger wird als ein 3DS. Glaube ich auch nicht.
Aber sie müssen die ja, also seine Argumentation war, das Ding ist in der... Jawohl! Ja! Seine Argumentation war, die ist in der Herstellung echt günstig und die müsste ja schon fast so teuer sein wie die PS4 und die Xbox One, weil wenn die teurer ist, dann ist blöd. Ich halte das auch für blöd, wenn die teurer ist, aber ich glaube, dass es okay wäre, wenn sie 300 kosten würde. Ja, also 200 bis 250 fände ich als Preis halt einfach ultra geil. Ja, also wenn die für 200 verkauft werden, die wird sich verkaufen wie bescheuert. Ja, das glaube ich halt auch. Ich glaube halt, dass es für Nintendo wichtig ist, irgendwie ein bisschen in den Markt reinzukommen. Das wäre jetzt meine Einschätzung davon. Ja. Und der hat halt auch gesagt, dass Nintendo so viel Geld auf der hohen Kante hat, dass denen das super egal sein kann. Und naja, das ist halt auch so. Also die haben halt, die sind halt schon seit 1800 irgendwas existiert halt Nintendo, ne? Ich habe den genauen Daten jetzt gerade nicht im Kopf. Das Jahr halt auch nicht. Aber die existieren schon echt lange. Und das ist halt auch schon eine Hausnummer, ne? Ja, dennoch, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass das Ding mich halt echt überzeugt so. Aber ich glaube, ich bin halt einfach irgendwie auch nicht die Zielgruppe dafür. Ich bin nicht so im Nintendo-Business drin mit deren Spiele. Ich habe keinen Fernseher, wo ich das Ding anschließe. Für mich wäre es also irgendwie eine anschließbare Portable-Konsole, wenn man so will. Mhm. Also ich habe da keinen konkreten Nutzen daraus. Mich spricht das einfach nicht so an. Ja, wie gesagt, ich finde das absolut cool. Man könnte sich auch vorstellen, also ich könnte mir damit schon vorstellen, damit dann unterwegs rumzulaufen und das mit in die Bahn zu nehmen oder das mit zur Uni zu nehmen. Und dann einfach, wenn wir keine Vorlesung haben, so ein bisschen zocken oder in der Pause oder so halt. Und das finde ich halt schon cool, wenn man in Zukunft, also ich glaube irgendwann in ein paar Jahren, ja, 10, 20, 30, 40, was weiß ich, haben wir sowieso PCs, die so klein sind, dass du die überall mit hinnehmen kannst. So. Und auch dann wird es immer noch den Zustand geben, dass wenn du einen größeren PC hast, dass du da mehr Power drin haben kannst. Ja, aber ich glaube, das wird für sehr viele Leute nicht mehr relevant sein. Tja, also, das ist eben die Frage. Also irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo die Leistung zwar immer noch steigen kann, glaube ich. Auch wenn du halt einen größeren Tower-PC hast, dann hast du halt wahrscheinlich, also vielleicht immer mehr Leistung als mit so einem kleinen PC. Aber ich glaube einfach, dass je geilere Batterien wir haben und je geilere Sachen wir haben, dass wir irgendwann eh unsere PCs alle mitnehmen können. Und auch ein PC, der übelste Gamer-PC, den wirst du irgendwann in der Hosentasche tragen können. Also glaube ich, auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich immer noch Leute, die brauchen den PC für mathematische Berechnungen wie die DNA, was weiß ich, ne? So richtig krasse, wo du halt Supercomputer benötigst. Dafür brauchst du, das wird halt erstmal nicht in die Hosentasche passen, glaube ich. Aber halt der andere Kram schon, auf kurz oder lang wird das alles in unsere Hosentasche wandern. Ich wollte nicht in unsere Hose wandern sagen, absichtlich. Aha, hast du mal mitgedacht. Ich hätte einfach getroffen, hätte ich mich mal getraut zu spielen. GG. Ja. Naja, um es kurz zu machen, weil das ist das letzte Loch. Ich habe mega Bock auf die Nintendo Switch. Ich habe mega Bock, mich davon überraschen zu lassen. Die haben angekündigt, am 17.01., glaube ich, oder um den 17.01. rum, ich meine, es war der 17.01., ich habe eben eine E-Mail gelesen, sollen Infos zur Switch kommen, also erst nächstes Jahr. Also, dass nächstes Jahr erst kommt, war ja klar. Aber, das war super schlecht. Aber wow, zum 17.01. sollen halt die ersten, meisten Infos kommen, sag ich mal. Ja, so wie sie das letzte Mal auch Infos bringen wollten und dann über Jahre man nicht wirklich was gehört hat. Nee, das hat Nintendo jetzt halt tatsächlich schon angekündigt, dass am 17.01. die Infos kommen. Also okay. Offiziell. Da kommt eine Direct oder so ein Event kommt dann und dann sagen die dazu alles. Na gut, dann glaube ich das denen mal. So, muss ich da noch und irgendwas rechnen? Nö. Oh, daneben. Juhu. Oh, den getroffen. Ich glaube, ja, gleich viel Schläge wie du, oder? Ja, aber nicht mehr so hoch. Also 3 Vorsprung und das auch immer nur jeweils um einen. Da schenken wir uns nicht mehr viel. Das hat Early Boy auch gedacht. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Was heißt, das hat Early Boy auch gedacht, ey? Ich habe jedes Mal nur ganz knapp verloren. Ja, ja. Ja, ja. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Golf. Mit Skate. Golf. Mit Clubby Boy. Winning Putt heißt dieses Spiel. Ich habe das nicht vergessen. Okay. Auch weil es hier unten in meiner Taskleiste steht. Nee, die sehe ich nicht, weil ich muss es Fullscreen spielen, weil es bei mir kein Fenstermodus unterstützt, aus Gründen. Okay. Tschüss. Gut. Mach's gut. Ciao.